Die allererste Periode, wow. Aber wann kündigt die sich eigentlich an? Gibt es da Vorboten? Ja, gibt es. Bedeutet die erste Periode, dass ich jetzt schwanger werden kann? Und muss ich jetzt auch direkt einen Termin bei der Frauenärztin, dem Frauenarzt machen? Ihr seht schon, viele Fragen, die wir besprechen müssen. Also ran an den Speck. Mein Name ist Dr. Med. Konstantin Wagner, ich bin Frauenarzt und mit diesem Kanal möchte ich im Grunde dir selbst helfen, dir selbst besser helfen zu können, denn ich gebe dir Fachwissen ganz umsonst. Was du tun könntest, um ein Danke dazulassen, ist einen kleinen Klick hier unten und mir ein Abo dalassen. Wir Gynäkologen nennen die erste Periode auch die Menarche. Das ist ein schlauer Begriff dafür und im Durchschnittsalter sind Mädchen dabei 12,5 Jahre alt. Das ist der Durchschnitt. Es gibt natürlich Mädchen, die sind 10 oder sogar 9 Jahre und es gibt auch Mädchen, die sind erst 15 Jahre. Aber im Mittel kann man sich so diese 12,5 Jahre merken. Und viele denken immer, die Periode sei der Beginn der Pubertät. Dabei ist das der letzte Schritt der Pubertät. Nehmen wir zum Beispiel mal das Brustwachstum. Das beginnt so im Schnitt 2 Jahre vor der ersten Periode. Da kommen wir schon so langsam zu den Vorboten der ersten Periode. Das Brustwachstum ist nämlich so eins davon. Wenn du also merkst oder bei deiner Tochter merkst, die Brust fängt an zu wachsen, kannst du mal 2 Jahre weiterrechnen und dann ungefähr mit der ersten Periode rechnen. Gibt aber noch ein paar mehr Vorboten. Ganz, ganz wichtig ist der Weißfluss. Ja, hört sich abstrakt an, ist nichts anderes als Vaginalsekret, was durch einen steigenden Hormonlevel an Östrogen jetzt vermehrt vaginal ausgeschieden wird. Wenn du also bei dir selbst im Schlüpper oder du als Mutter im Schlüpper deiner Tochter auf einmal weiße Schlieren findest, dann ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit dieser Weißfluss und kündigt jetzt schon mal so langsam hormonelle Schwankungen an. Wir haben schon gesagt, die Periode ist so der eher letzte Teil. Am Anfang kommen natürlich noch Veränderungen, vor allen Dingen was die Haut angeht. Viele werden es kennen, fast alle kennen es, dass man im Jugendalter dann doch die ein oder anderen Pickelchen hatte. Außerdem wachsen jetzt auf einmal Haare in den verschiedensten Körperregionen, vor allen Dingen unter den Armen, aber auch im Genitalbereich. Übrigens muss es nicht sein. Es gibt auch Mädchen und Jungen, die haben erst sehr, sehr spät, wenn überhaupt, einen Haarwuchs in diesen Bereichen. Lass dich also da nicht durcheinander bringen, nur weil du im Schwimmbad bei der besten Freundin oder beim besten Kumpel schon üppige Haare unter den Achseln siehst. Und ja, man merkt es selber nicht so, aber die Eltern merken es meistens, der veränderte Körpergeruch. Gerade wenn man mal so die Tür zu hatte vom Kinderzimmer, 2-3 Stündchen drin war und dann da frisch reinkommt, dann riecht es doch schon ordentlich streng. Und das hat auch wieder mit den Hormonen zu tun. Bedeutet die erste Periode, dass ich jetzt schwanger werden kann? Die Frage können wir relativ kurz beantworten. Ja, das bedeutet es. Und auch mit der ersten Periode hättest du vielleicht schon schwanger werden können. Was 2 Wochen vorher nämlich passiert, ist ein Eisprung. Jetzt kann ich aber die meisten beruhigen. Am Anfang ist das ganze System noch etwas durcheinander, muss erstmal in Wallungen kommen, sodass viele von diesen hormonellen Zyklen noch ohne Eisprung stattfinden. Das ist aber keinesfalls jetzt ein Freilos, irgendwie das als Verhütungsmethode zu nehmen, sondern mit der ersten Periode muss man auch wirklich die Fruchtbarkeit annehmen und sollte jetzt auch das Verhütungsthema unbedingt ansprechen, wenn man denn schon sexuell aktiv sein sollte. So, und dann fragen viele die beste Freundin, die schon ein Jahr die Periode hat, wie häufig ist das denn so? Und die wird dir vielleicht erzählen oder die Mama erzählt oder wer auch immer, ja, das ist alle 28 Tage, wie ein Schweizer Uhrwerk. Das ist am Anfang, vor allem die ersten Jahre eben noch nicht so. Man sagt immer, von den ersten 6 bis 8 Jahren kann das noch ziemlich durcheinander sein. Es kann also sein, dass du 2-3 Mal eine Periode hast und dann mal wieder 5-6 Monate gar nichts. Lass dich da bitte nicht aus der Ruhe bringen. Welche Symptome können auf einen zutreten? Man hat ja ein bisschen Angst auch vor diesem Moment, dass es losgehen könnte. Man stellt sich immer vor, dass da wirklich viel Blut verloren wird. Das wird es in der Regel nicht. In den allermeisten Fällen sind es tatsächlich erstmal nur kleinere rote Kleckse oder Flecken, die man dann in der Unterhose findet. Aus den Filmen, die man so bei Hollywood sieht, dann denkt man immer am nächsten Tag, okay, da ist eine riesen Blutlache. Das ist wirklich meistens nicht so. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber man kann schon sagen, dass es eher wenig Blut am Anfang ist. Tut die erste Periode weh? Ist immer toll, wenn das ein Mann gefragt wird. Im Grunde tut Periode weh. Es zieht im Unterleib. Es sind aber Schmerzen, die du aushalten kannst im besten Fall. Und auch von der Blutmenge sind es, man sagt immer, rund 5 Teelöffel.
Kein Mensch hält sich einen Teelöffel drunter und guckt, wie viel Löffel man da verbraucht. Aber es ist so ein grobes Richtmaß, was man immer mal wieder findet im Internet, auch wenn man das Thema recherchiert. Solltest du von Beginn an mit der ersten Periode extreme Unterleibsschmerzen, extreme Krämpfe haben, auch Darmprobleme, also beim Stuhlgang oder auch beim Pipi machen, dann könnte es wirklich sinnvoll sein, vielleicht doch schon mal die Gynäkologin oder den Gynäkologen des Vertrauens hinzuzuziehen. Denn es gibt auch Erkrankungen, Schlagwort Endometriose, die sehr, sehr früh auftreten können. Kann man sich selbst oder eben die Tochter überhaupt auf so eine Periode vorbereiten? Definitiv. Und das solltet ihr tun, indem ihr das Thema auch offen besprecht, auch schon vorher besprecht und auch die Offenheit anbietet, mit diesem Thema auf einen zuzukommen. Und wenn du jetzt eine junge Frau bist, junges Mädchen bist und sagst, boah, das ist mir aber echt unangenehm, sprich deine Eltern darauf an oder such dir Leute, die offen mit dir darüber sprechen, denn es ist extrem wichtig, Bescheid zu wissen über das Thema und es ist auf keinen Fall ein Thema, was irgendwie in eine Tabuschublade gehört, denn die Hälfte der Welt blutet regelmäßig und hat regelmäßig Perioden oder hat sie gehabt. Es ist also wie jede andere Körperflüssigkeit auch. Lustigerweise reden die Leute, wenn ihnen die Nase läuft, und sie reden auch über Schweiß, wenn sie Sport gemacht haben, aber irgendwie redet keiner über Periodenblut, obwohl das auch ein normales Körpersekret ist. Deswegen durchbrich du bitte diesen Kreis, sprich mit deiner Tochter oder sprich mit deiner Mutter oder deinen Eltern aktiv das Thema an, damit ihr da gut Bescheid wisst. Und klar, rein praktisch kann man natürlich auch schon darüber sprechen und sich darauf vorbereiten, indem man so ein First-Aid-Kit für die erste Periode zusammenstellt. Mit den wichtigsten Utensilien, Menstruationsprodukte, eine Ersatzunterhose, ein Riegel, damit man auch wieder ein bisschen Energie tankt. Das sind dann irgendwelche kleinen Bags oder Täschchen, die man halt irgendwo in der Tasche immer mit sich trägt, falls es dann mal soweit sein sollte. Welche Menstruationsprodukte sind denn immer so die besten? Es gibt ja diverse auf dem Markt. Es gibt den Tampon, es gibt eine Slip-Einlage, es gibt Binden, es gibt eine Periodenunterwäsche, es gibt die Tassen etc. pp. Und der Klassiker am Anfang ist sicherlich die Binde, also Slip-Einlage. Das ist etwas, was man relativ leicht dabei hat. Gibt es auch sehr biologisch aus Baumwolle, kann man auch wieder waschen, damit man der Ökologie auch noch was zugute tut. Das ist so der Klassiker, den man auch dabei haben sollte. Periodenunterwäsche immer mehr im Kommen und auch eine gute Alternative. Es sind einfach Unterhosen, die eine saugfähige Inneneinlage haben und dementsprechend auch nicht irgendwie aufwendig sind, sondern man zieht sich einfach eine Unterhose an, eine frische. Und es gibt natürlich den Tampon. Über Tampons habe ich auch schon diverse Videos hier auf dem Kanal gemacht. Vorteile, Nachteile etc. pp. Es ist letztendlich natürlich auch eine Geschmackssache, was einem am besten taugt, aber mit den ersten zweien machst du schon mal am Anfang nicht viel verkehrt. Und ich wiederhole mich da gerne, die Periode ist am Anfang in den allermeisten Fällen auch nicht wirklich regelmäßig. Gibt natürlich die Freundin, die sagt, ich habe immer meine 30 Tage, aber es gibt auch genug, die das einfach nur erzählen und es gibt auch genug, die einfach einen sehr unregelmäßigen Zyklus am Anfang haben. Und das kann über Jahre, ich habe es schon erwähnt, passieren. Muss ich jetzt wirklich direkt einen Termin bei der Frauenärztin und dem Frauenarzt machen, weil ich meine erste Periode bekommen habe? Nein, die Periode ist keine Krankheit, sondern ein wirklich völlig normaler Vorgang und nichts, was man jetzt in irgendeiner Form abklären muss, außer man hat eben besagte Schmerzen oder wahnsinnig starke Blutungen, das, was ich am Anfang erwähnt habe. Aber nein, du musst jetzt nicht unbedingt direkt den Gyn-Termin machen. Wir wüssten ja auch gar nicht, was wir dann machen sollen. Wir würden dann beglückwünschen und sagen, schön, und wenn es irgendwas gibt, dann melden Sie sich später. Also das ist kein Grund, jetzt direkt da Termine zu machen und in Aktionismus zu verfallen, nur weil ein natürlicher Vorgang begonnen hat, der absolut keinen Krankheitswert darstellt. Der Tampon ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Ich habe dir hier mal ein Video verlinkt, kannst du dir direkt angucken, ob dich das interessiert. Und wenn du denkst, boah, erste Mal beim Frauenarzt oder Frauenärztin, das ist aber ein bisschen creepy, dann darfst du dir dieses Video gerne mal anschauen. Da habe ich drüber gesprochen, dass es gar nicht so schlimm sein muss. Und wenn du noch ein Abo dalassen möchtest, freue ich mich natürlich auch sehr. Bis dann!